Hallo und willkommen zurück zu Betrayal at Krondor. Und ja, wir sind noch immer im Wald, aber dieses Mal werden wir ganz bestimmt da rauskommen. Ich bin sehr zuversichtlich, also viel kann da nicht mehr sein. Wir haben jetzt in diesem vermutlich letzten Abschnitt... Naja, das war hier auch ganz interessant. Ihr seht jetzt, dass vor 16 ganz oben ist. Bei dem Speichern war es beim Übergang jetzt so, dass der gesagt hat, das Verzeichnis ist voll und dann musste ich Spielstände löschen, um einen neuen Spielstand zu machen. Ich kann aber hier auch ein neues Verzeichnis anlegen. Naja, okay, laden. Also, wir sind jetzt da, ne? Das sieht jetzt so aus, als wenn wir östlich vom Fluss sind, sind wir aber nicht. So, da sind wir und wir werden jetzt dieses Stückchen hier noch erkunden und dann sind wir eigentlich durch. Es sei denn, wir kommen noch dahin, aber ich vermute, dass da nur eine Brücke ist und der dann sagen wird, hier möchtest du nach Norden reisen. Das werden wir in dem Fall aber nicht tun. So, oder? Werden wir das tun? Ich guck mal gerade. Naja, dann kommen wir nach Hohe Burg und dann müssten wir ganz woanders hinreisen. Das machen wir nicht. Also, gehen wir erstmal hier erkunden. Und ich glaube, da hatte sich direkt noch ein Kampf angekündigt. Oder? Chirp, chirp. Es wird dunkel. Da, ja, genau, da sind die Viecher. Sie entschlossen sich zum Angriff. Vielleicht ist hier auch die Sache mit der Hexe, der wir... Ah, sie sind überrascht. Ist noch hell genug, dass wir hier was sehen können. Okay. Dann machen wir... Ja, hier können wir wieder nicht so viel machen. Machen wir Salz in die Augen. Den... Ja, die Waffen, die wir haben, die sind halt mittlerweile auch, ne, ziemlich gut, wenn man trifft. Aber die Skills sind eigentlich auch ganz okay. So, einmal auf den. Ist der jetzt schon am Weglaufen? Na, wir machen erstmal da drauf. Der Skorpion flieht. Okay. Sehr seltsamer Skorpion. Okay. So, und da wäre es auch mal schön, wenn er treffen würde. Aber der hat es mit dem Treffen nicht so. Linke Maustaste. Okay. Ja, der kann jetzt hier wieder... regenerieren. Der ist Matsche. Mhm. Quatsch. Okay, wir sollten von hier verschwinden. Und einmal am Tee schlürfen. Gut, schlürf. Ein lecker Winterzauber Kirsch-Marzipan-Tee. Mmh. So. Da haben wir... Ja gut, die haben ja eigentlich nie was mit. Noch ist es hell genug, damit wir ein bisschen was sehen. Ja, jetzt nicht mehr. Dann rasten wir mal. Mhm. Upp. Wir hatten zuletzt ja ein bisschen Nahrung gefunden. Also viel ist hier nicht. Da ist eine Kiste. Und wieder eine Rätselkiste. Okay. Überall im Haus tanzt es mit seiner Maid. Doch nur während der Arbeit. Für Liebelei ist keine Zeit. Der Besen würde ich jetzt mal tippen. Ja, okay, das war einfach.
Das ist eine Ver Oh, naja, gut, das ist eine besondere Munition. Wer hat die Fackeln? Der. Okay. Dann haben wir eine große Armbrust. Das sind jetzt auch schon zwei Dinger. Der hat hier nur eins Nahrung. Das sind, aber das, wir können es nicht wegwerfen, sozusagen. Das hier können wir wegwerfen. Das ist sowieso quasi nix. So, dann haben wir einmal eine verbesserte Rüstung. Dann werfen wir die weg. Der zieht die dann direkt an. Und dann hätten wir noch eine Armbrust und die könnten wir. Na, ja, wir haben halt echt überhaupt keinen Platz mehr. Aber diesen ganzen kleinen Mist haben. Ich weiß nicht, wie viel 20 Pfeile wert sind, aber vermutlich ist es sehr wenig. Da haben wir 12 von. Bandagen. 12. Da haben wir nur eins von. Okay, wie viel? Ups. Ja, okay, aber das können wir machen. Dann packen wir das gerade noch weg. Nehmen die rüber. Eins, das hauen wir da drauf. Das war das Einser. Und die 25, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Also, die nehme ich mit und tausche die mit den 21 aus. Aber das muss so passen. Ja. Okay. Dann weiter. Okay. Da ist jetzt wieder nach Süden. Also ich meine, ich hatte da an dem Wasserfall zuvor wen gesehen. Der ist da vorne. Nee, das muss ja ein Wasserfall weiter sein. Na, vielleicht kommen wir dann doch noch dahin. Gehen wir erstmal hier hoch. Bewegt euch nicht, etwas stimmt mit dem Boden vor uns nicht. Da wird man angeschossen. Der zeigt nach unten. Okay, das heißt, wir müssen zuerst dahin. Ich mach mal das Gitter an. Dann müssen wir das nach vorne schieben, damit ist das hier ausgeschaltet. Dann können wir mehr hier runter. Müssten dann den nach oben schieben. Und dann können wir da einfach vorbeilaufen. Vielleicht gibt es noch mehr Fallen. Okay. Aber das heißt, dass hier das Gebiet speziell abgesichert ist. Ob es jetzt einen Grund dafür gibt. Da ist es nichts zu sehen. Man auch nichts anwählen. Gehen wir mal hinter diesen Hügel. Geht nicht.
Dann von da aus. Ah, da ist nochmal eine Kiste. Okay. Nochmal. Einen Schritt nach Norden. Zwei Schritte nach Osten. Zwei Schritte nach Süden. Zwei Schritte nach Westen. Einen Schritt nach Norden. Was? Das hier sind 5. Das ist wahrscheinlich auch wieder kein Wort. Ich guck mal gerade, wenn ich das aufzeichne. Wenn wir hier einen Start haben, irgendwo, mal gucken, in welche Richtung wir uns damit bewegen. Einen Schritt nach Norden. Okay. Dann zwei Schritte nach Osten. 1, 2. Dann zwei Schritte nach Süden. 1, 2. Dann zwei Schritte nach Westen. Und einen Schritt nach Norden. Damit sind wir genau im Kreis gelaufen. Also zum Ausgangsort. Vielleicht Start? Nee. Das letzte kann kein C sein, aber dann bin ich doch eigentlich zuversichtlich, dass das hier, weil die Form einen Kreis ergibt, dass das ja ein Wort ist. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das für ein Wort sein soll. Aber hier haben wir mehrere Sachen, die auszuschließen sind. Also ich schreibe das mal auf. S H A D P C und O. A U L E L A N. Det und Kyuarm. Okay, also das C am als vorletztes, das kann man nicht verwenden. Das kann man eigentlich streichen, weil dann es gibt keinen als letzten Buchstaben ein H, also es ist unwahrscheinlich. Dann könnten wir was könnte man mit P, also mit Y machen? Also ein Q mit Y und dann könnte man ein Quer. Aber quer wird halt nicht mit Y geschrieben, das ist Quatsch. Na, also das ist eigentlich auch Unsinn. Mit Y kriegen wir da nichts hin. Es gibt eben da nichts, womit man da irgendwie im Kreis gehen kann. Wir haben noch hier ein H. Und ein H ist eigentlich auch Quatsch. PH könnte man noch machen. Oder ein AH. QH. Ah, das macht eigentlich, also ein H als zweiter Buchstabe ist eigentlich Quatsch. Also da kann ich mir nichts vorstellen. Dann streichen wir das auch mal raus. Dann haben wir ein Q als erstes.
Ist auch sehr unwahrscheinlich. Dann haben wir hier noch ein Y. Das ist auch Quatsch. Das kann auch nicht sein. Wir haben hier ein O. Au. Pau. Lau. Dau. Deo. Eo. Leo. Leo. Deo. Rio. Auch sehr unwahrscheinlich. Oh, aber da werde ich auch mal gerade wieder einen Schnitt machen, eine Pause machen und mir da was überlegen. Also kleinen Moment. Ja, ich glaube, das ist ziemlich logisch. Das ist natürlich kein Kreis, sondern es ist ein Quadrat, aber die Idee war schon richtig. Quadrat. Und, ja, war richtig. Okay, die Truhe sprang auf. Okay, ja, und hier hat sich wieder, ich sag mal, bewährt, dass wir nichts gekauft haben. Schwert des Kinur. Denn das ist jetzt wahrscheinlich wieder so eine Superwaffe. Locklear hob das Schwert mit Respekt. Was? Hob das Schwert mit Respekt an. In den Händen eines seines Zwergenherstellers wäre es zweifellos als ein zweihändiges Bastardschwert angesehen worden. Aber selbst der kleinste Mensch wäre schwer in der Lage gewesen, mehr als anderthalb Hände über seinen spiralförmigen Knauf zu legen. 33, 0. Da muss ich aber mal gucken, ob das besser ist. Und dann haben wir hier diese Verzauberung. Da müssen wir mal gucken. Plus 2. Achso, der hat hier dieses Elb-Ding. Vielleicht sollte man das genau andersrum machen. Das ist auch plus 2. Und das ist plus 1. Also das ist das Schlechteste. Jetzt habe ich die Farbe schon wieder vergessen. Das ist plus 10. Also kriegt der das. So. Okay. Ich glaube, der geht als 11 durch. Also das Schwert will ich auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt müssen wir überlegen, was wir dafür wegpacken. Also mitnehmen will ich das auf jeden Fall. Wir könnten Nahrung zusammenpacken. Damit würden wir natürlich Platz frei machen, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Achso, hier das Blaue. Kann der das noch mitnehmen? Jawohl. Da brauchen wir auch nichts. Ja, und die hier können wir natürlich auch mitnehmen. Dann haben wir eins davon. Das ist aber... Ups. Das kann er nicht stacken. Doch, kann er stacken. Okay, dann brauchen wir nur noch zwei Felder. Das kann man aber nicht stacken. Okay, wir machen... Pfeile werfen wir weg. Weil die werden wir... Entweder müsste man die verkaufen oder verschießen, aber das viel wird da nicht passieren. Machen wir das hier hin. Und dann hat der zwei Felder frei. Und dann nehmen wir das so. Okay. Und dann... muss ich mal gucken. Das schreibe ich mir am besten jetzt auch mal auf. Was das hier bringt. Das ist natürlich jetzt für einen Zwerg, aber... Dass die Boni, Mali, die sind eben nur minimal. Also das sollte wahrscheinlich egal sein. 33 und 0. Okay. Und die haben ja im Moment diese Waffen. Beide. Also das andere Ding ist hier um 5 Schaden besser. Und hier um 5 Schaden besser. Beim Hieb allerdings hier schlechter. Und bei der Genauigkeit aber besser. Also ich würde sogar sagen, dass das andere Ding besser ist. Weil man eben besser damit trifft. 15 Geschicklichkeit. Naja. Ich glaube, das macht schon Sinn. Und das hier war, glaube ich, deutlich schlechter.
Gut, dann hätten wir das auch. Bloß, und da ist noch eine Kiste. Haben wir wieder ein Rätsel? Ja, okay. Es hat Federn, aber kann nicht fliegen. Es kann nicht stehen, muss immer liegen. Ein Kissen? Ein Bettvorleger? Bett? Das mit dem Bett ging ja schon mal. Aber was soll in den vier noch passen? Vielleicht ist es auch ein Hering. Da kann man ja kein Kissen oder kein Ja, ich glaube, das ist ein Hering, der da reingepackt wurde. Dass das Bett auch ging. Okay, interessant. Ah, Geld. Und was haben wir hier? Die Spiegelwand. Ah, okay. Dann werden wir. Ja, das hier mal weglegen und dann müssen wir gleich nochmal da dran. Achso, das kann er ja hier direkt lernen, ne? So, wunderbar. Neuer Zauber. Okay, aber was hat uns das jetzt alles gebracht? Also storytechnisch ja gar nichts, ne? Also, wir sollten ja eigentlich was mit diesem Fluch finden. Aber da sind wir jetzt mal kein Stück weitergekommen. Da sind noch Gegner. Sie entschlossen sich zum Angriff. Der Feind war nicht überrascht. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir hier mit dem Spiegel irgendwas machen können. Autsch. Da Gambit der Acht stellt eine Zaubergrube her. Spiegelwand im Blickwinkel? Nein. Reflektiert angewandte Sprüche. Ist natürlich Glück, ne? Und ob der Gegner dann da drauf castet? Kann ich das da hinsetzen? Gucken wir mal. Wir können den natürlich hier mal rüberstellen. Und den darüber. Ja, okay, der ist so klug und zaubert dann erst gar nicht. Naja, damit können wir dem natürlich, können wir das blockieren, aber mehr dann auch nicht. Ja, ist natürlich ein bisschen schade. Und das hier stellt eine Zaubergrube her. Was auch immer eine Zaubergrube ist. Wir bauen das mal dahin. Und der läuft darüber.
Haha! Erwischt! Okay, das war Schaden. Bams. Ah, Mist, da habe ich falsches Feld angeklickt. Also die Grube, die macht Aua. Ja, Schrott brauchen wir nicht. Noch mehr Schrott brauchen wir nicht. Und er hier? Hat gar nichts, na super. Da ist nichts. Er vergaß, sich zu konzentrieren. Barlow Tanz. Ja, das machen wir auch auf. Okay. Naja, ich mache hier aber jetzt eine Fackel an. Weil so viel Nahrung haben wir nicht, dass wir jetzt da einfach rumrasten könnten. Da ist jetzt noch eine Brücke und damit müssten wir jetzt noch mal in ein kleines Gebiet kommen, wo wir noch nicht waren, oder? Ja, genau. Und ich vermute, dass wir da jetzt automatisch dann diesen Prompt bekommen, dass wir rausreisen können. Da ist noch eine Kiste. Aha. Spürsinn. Entschärfen. Natürlich wieder explodiert. Und natürlich ist er wieder im Eimer. Also das mit dem Entschärfen, das hat ja auch bisher noch nie funktioniert. Okay, wir gucken mal da rein und dann... Ja. Noch so eine Hand. Naja, das ist natürlich was wert, aber dafür lasse ich den jetzt nicht... Na gut, wir könnten da sogar die Armbrust brauchen. Ich guck mal gerade, ob wir den noch weiter heilen könnten. Ja, noch einiges. Kann der das hier... Schwerter, Rüstungen, Öltücher sind das. Keine Bandage. Okay. Das hier ist ein Heiltrank. Das hier ist auch Heiltrank. Ich hau den jetzt hiermit voll. Ist natürlich Geldverschwendung, aber... Die haben alle jetzt ordentlich was verloren, aber es ist niemand gestorben. Okay. Da haben wir jetzt nochmal diesen Arm. Den würde ich eigentlich auch ganz gerne mitnehmen. Wir lassen die Gammelfeile da. Nehmen da den Arm mit. Dann haben wir nochmal so ein Ding. Das sind aber nur 10. Das hier sind... Also, das sind 10. Das hier waren nur 2. Also tauschen wir das aus. Dann könnten wir die Armbrust austauschen. Das ist zwar natürlich auch eine Menge wert, aber die hier ist besser. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und dann halten wir das so. Also das wäre natürlich jetzt schon Kram, den man gut mitnehmen könnte, wenn man eben noch Platz hätte. So. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir nochmal kämpfen müssten. Und dann... Okay, das hier ist auch noch ein Gebiet. Und da läuft auch nochmal jemand rum. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall rasten.
Na, hätte ich wahrscheinlich andersrum machen müssen. Ja, da sind wir schon sehr angeschlagen. Ich werde es mal ausprobieren. Vielleicht kriegen wir den Kampf hin. Aber ich vermute, meine Trefferchance ist viel zu niedrig. Es sind. Aua. 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 Wollte gerade sagen, es sind immerhin nur alles Nahkämpfer. Aber man kann da sehen, die Trefferwahrscheinlichkeit ist viel zu niedrig. Hat der gerade einen falschen getroffen? Der hat auch wieder einen falschen getroffen. Der hilft mir. Okay, da hat er einen richtigen getroffen. Na, verteidigen. Hat wieder den falschen getroffen. Das ist schon ein Held. Aber ich treffe halt auch. Also ich kann da auch nichts machen. Okay, also ich mache jetzt hier mal Autokampf und dann ist das jetzt gleich vorbei. Dann haben wir halt verloren. Wieder den falschen getroffen. Also da muss ich einmal zurück. Oh, der geht auch stiften. Aber ja, ich werde so oder so laden. Und dann, wer gewinnt? Okay. Dann werden wir erstmal wieder zurück zur Stadt. Da muss ich dann auch Nahrung kaufen. Aber ich muss auch mal gucken, wohin überhaupt. Weil wir eben jetzt anderen Kram auch noch verkaufen müssen. Also wir haben Armbrüste. Wir haben eine ganze Menge Kram, die wir jetzt ja irgendwo eigentlich einbunkern müssten, aber keine Ahnung wo. Aber die Sachen, die vier kann man verkaufen. Hier vielleicht ein bisschen was. Ja, muss ich mal gucken. Also ich werde mich mal auf den Weg jetzt begeben und gucken, ob ich Händler finde, wo ich was verkaufen kann. Dann mache ich hier erstmal einen Schnitt und dann werde ich mal mich auf die Socken machen. Bis gleich. Ja, also wir sind jetzt bei Falkenhöhle und die Lebenspunkte sind ein wenig gesunken. Der ist jetzt bei 2. Ich hoffe mal, dass wir da rein können. Sicherheitszone hoffentlich bedeutet es auch, dass die Einrichtung angemessen war. Ja. Wir müssen hier jetzt auf jeden Fall was essen, sonst geht der nämlich direkt mal drauf. Okay, hier können wir aber richtige Rationen kaufen. Okay. Falschen? Oder macht euch davon? Ja, okay, dann kaufen wir das halt. Naja, alles. Annehmen. Alles. Und der auch. Annehmen. Alles. So. Damit hätten wir den zumindest schon mal gerettet. Wir sind hiermit, haben wir, ne? Können wir jetzt erstmal rasten. 7 Dukaten. Ja, das ist natürlich jetzt hier für die 2 Stunden. Okay, dann schlafen wir direkt nochmal. Sitz. Und direkt nochmal. Jawohl. Und nochmal. Und nochmal.
Und nochmal. Und damit sind wir durch. So, und dann können wir hier auch nochmal den Rest vollladen. Na, jetzt haben die alle 8. Naja, gut, das passt natürlich genau nicht. Ich habe nicht genug Platz. Ja, okay, dann machen wir das halt anders. So. Annehmen. So. 14, 14, 10. Da können wir jetzt auch nichts mehr mitnehmen. Okay. Ich schätze mal, dass wir hier nichts verkaufen können. Wollt ihr in der Hand kaufen? Nee. Nee, die wollen nichts. Mhm. Exit. Wir können auch einmal singen. Raus, raus, raus! Ich will doch nur singen. Mhm, hat funktioniert. Okay, dann gucken wir jetzt mal gerade, ob wir hier noch was verkaufen können. Kaufen, verkaufen. Okay, hier könnten wir Smaragde und Rubine verkaufen. Und diesen Kram, 5 Dukaten. Ja, meinetwegen. Wir werden auf jeden Fall hier ein bisschen Platz bekommen wir wieder frei. Mhm. Was kommt man damit noch machen? Licht anmachen oder sowas, ne? Das will er aber nicht. Das hier verkaufen wir noch. Also wir könnten jetzt noch die beiden Sachen verkaufen. Die will ich jetzt aber hier noch nicht verkaufen. Da gucken wir erstmal in der Stadt und dann werden wir eventuell auf dem Rückweg hier vorbeikommen. Also nochmal vorbeikommen und dann könnten wir die da loswerden. Ich weiß auch nicht genau, wie das mit den Sehnen ist. Die scheinen mir jetzt auch nicht so wahnsinnig sinnvoll zu sein, wenn man die Armbrust halt, wenn man die richtig pflegt, dass die halt immer passend ist und dann, also, dass man die sowieso immer auf 100% packen kann. Ich nehme an, wenn die auf 0 ist, dann wird man das hier brauchen. Naja. Achso, und hier haben wir noch 20. Das war Heilgedöns. Naja, okay. Aber hier hätten wir jetzt erstmal Wollwaren. Was verkauft? Und dann wird es weitergehen. Dann gehen wir... Ja, dann werde ich jetzt mal Richtung Stadt reisen. Also Richtung Lamut wieder. Und das heißt, ein kurzer Schnitt. Bis gleich. So, ich war hier gerade auf dem Weg und bin vor dem Tempel noch. Und da liegt tatsächlich was auf dem Boden. Das haben wir mal irgendwann da hingeworfen. Aber es ist leer. Da hat sich wohl jemand dran bedient. Dann ist es jetzt auch weg. Okay. Dann laufen wir jetzt die letzten paar Schritte noch weiter, ohne dass ich erneut einen Schnitt mache. Wir laufen nach Norden. Da müssen wir jetzt erst noch kurz an dem Dorf vorbei. Da kann man auch schon die Häuser sehen. Da war auch ein Händler, aber... Keiner, wo man was gescheit machen konnte. Und ja, weiter nach Norden. Dann laufen wir da gleich an der Mine vorbei. Die sehen wir natürlich jetzt hier nicht, weil alles dunkel ist. Wir brauchen Ruhe. So. Ja. Gucken wir mal gerade auf die Karte. Aber wir sind noch nicht dran vorbeigelaufen. Mhm. Naja, da haben sie jetzt schon Lebenspunkte verloren. Also man darf eben nichts eigentlich todmüde rumlaufen. Das kommt nicht gut für die Ausdauer. Okay. Dann gehen wir mal dahin und vielleicht können wir diese Edelsteine auch noch abgeben. Ich glaube zwar nicht dran.
Schütteln sich in Hände und nahmen Abschied. Ja, okay, nee, da war nichts. Laden. Kaufen, verkaufen. Und da können wir direkt das hier verkaufen. 48. 46. Das hier will der aber wahrscheinlich nicht. Und das hier auch nicht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay, und das hier auch nicht, oder? Genau. Und das hier auch nicht. Okay, das war's also dann hier auch schon. Da sind wir jetzt insgesamt nicht viel losgeworden, aber doch ein bisschen und wir haben viel Geld dafür bekommen. Dann gehen wir jetzt von hier aus erstmal wieder nach Süden runter. Gucken mal in diesem kleinen Dorf, wo ich gerade vorbeigelaufen bin, ob wir da was verkaufen können. Und ansonsten, ja, werden wir zumindest die Edelsteine noch los. Wo ist die Bude? Da. Eine Glocke erklang. Kräuter. Okay. Also da... Heiltränke, ja, die sind auch schweineteuer gewesen. Aber wir haben... Ah gut, die Heiltränke werde ich da jetzt nicht verkaufen. Aber das hier können wir... Ne, das will er nicht. Okay. Ansonsten haben wir da jetzt aber auch nichts, was wir verkaufen können. Das will er nicht. Was war das hier? Heiltränke will ich nicht verkaufen. Ne, dann haben wir auch im Moment hier nichts, was wir verkaufen können. Okay, das nutzt du dann nichts. Dann gehen wir mal... Blub. Weiter. Dann gehen wir wieder nach Falkenhöhle. Dann versuche ich da nochmal zu verkaufen. Da ist dieser Tempel. Schön dunkel hier. Dann rasten wir auch gleich mal bis zum Morgengrauen. Und dann werden wir... Ich glaube, die Stadt, die konnte man zumindest auf der Karte sehen. Ich glaube, das müsste so sein. Ja. Dann werden wir jetzt hier die Edelsteine verkaufen. Es gab im Norden auch noch einen Edelsteinhändler, meine ich. Aber wir müssen die Sachen hier loswerden. Das ist eine Menge. Okay. Das eine hatten wir, glaube ich, aus dem Grab geholt. Okay, damit haben wir auf jeden Fall unser Geld ein bisschen vermehrt. Gut, dann werden wir hier aber jetzt auch direkt schlafen wieder. Ja. Jawohl. Dann machen wir das einmal voll. Dann können wir bei der Schankmaid auch gleich wieder gescheite Nahrung kaufen. Wir verteilen das hier mal um. Das heißt, wir können einmal 14 kaufen.
So. Und dann geht's jetzt wieder zurück und da mache ich aber jetzt wieder einen Schnitt, weil das ist wieder eine ganze Strecke hier. Kleiner Moment. So, wir sind jetzt wieder in der Nähe. Noch nicht ganz da, aber ich weiß nicht, ob ich nicht hier auch noch was übersehen habe. Und es kann auch sein, dass wir hier noch in Gegner reinlaufen. Deshalb. Naja, da haben wir noch einmal eine Buddelei. Nein, ich glaube, den habe ich aber selber da zurückgelassen. Da hinten ist die Brücke. Ah, und da läuft jemand rum. Den haben wir aber beispielsweise vorher nicht angegriffen und hätten aber angreifen können. Stolperte. Na super. Autsch. Autsch. Okay, da machen wir aber direkt hier Flammenhölle. Und zwar der hier. Ah! Okay, dann halt nicht. Ah, schön. Ja, so viel mit der Flammenhölle. Verteidigen. Der will abhauen. Okay. Da könnten wir jetzt hinterher zaubern oder sowas, aber das mache ich nicht. Ich werde hier einmal mit einem schönen Giftbolzen schießen. Mhm. Na toll, jetzt können wir aber tatsächlich nichts mehr. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Ja. Da rasten wir. Und den schießen wir noch einmal an. Paff. Ja. Eine Chance haben wir noch. Nein. Noch eine Chance mit einem Feuerbolzen. 46%. Ja, wir haben zumindest damit ein bisschen Armbrustschutz, Armbrustschießen trainieren können. Mhm, würde mich jetzt auch nicht mal wundern. Wobei, ich weiß nicht, ob man durch daneben schießen, ja, anscheinend auch trifft. Ne, der hat ja einmal getroffen, ne? Steigt mal nicht. So, also, wir haben hier Nahrung gefunden, ist vergiftet, die wollen wir nicht, aber ein Schwert nehmen wir mit. Dann haben wir noch ein Schwert. Und verdorben, super. Und... da haben wir neue Bolzen. Okay. Armbrust, die ist zu viel. Und Heiltränke. Rationen, schön. Okay. Ja, damit ist unser Inventar schon mal wieder voll, aber wir haben zumindest auch Sachen, die man wegwerfen könnte. Und das hier können wir stacken. So. Also da haben wir noch mal ein paar umgenutzt. Das war aber jetzt eben nur zusätzlich, weil die eigentliche Brücke ist da vorne. Die hatten sich hier eben noch versteckt in der Ecke. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt direkt in den nächsten Kampf. Mhm. Da wuseln sie schon rum. Mhm. Mhm. Orwin stolperte. Na gut. Autsch. Ja, und der kann jetzt schon nichts mehr machen.
Ich meine, wir könnten jedes Mal diese Tränke trinken, damit er im Kampf zaubern kann. Und bei Stärke, bei schwereren Kämpfen kann man das vorher machen. Was natürlich auch ein bisschen blöd ist, wenn man vorher wissen muss, dass das ein schwerer Kampf ist. Aber gut. Autsch! Der ist schon mal hinüber. Der müsste jetzt auch hinüber sein. Ja. Aua! Der kann gleich aber regenerieren. Angriff! Daneben. Regenerieren. Der kann aber ja nicht mit einem Angriff... Ah doch, der hätte wahrscheinlich auch da angreifen können. Ja, ja, das hat jetzt nicht viel gebracht mit dem Regenerieren. Na gut, aber dann bringen wir den halt jetzt um. Die ist... wahrscheinlich gut was wert. Was? Die kann ich nicht da reinstopfen. Dann werfen wir das halt jetzt hier hin. Okay. Das wollen wir nicht. Das auch nicht. Die wollen wir. Ja, auf den Rest kann ich eigentlich verzichten. Die normalen Pfeile, da kommen wir sowieso quasi nie zu. Ich mach mal hier gerade das Schwert wieder gut. Okay. Da kommen wir her. Und da ist ein Häuschen. Okay, das ist doch schon mal vielversprechend. Gehen wir aber erstmal hier noch die Ecken erkunden. Ja, genau, da ist nämlich auch noch eine Kiste für uns. Diese wundervolle Sache kann geschluckt werden, kann aber auch uns verschlucken. Aha. Wasser. Naja, okay. Das war jetzt nicht so schwierig. Da haben wir nochmal Heiltränke. Dann haben wir Heilpulvergedöns. Und wir hätten jetzt noch eine Armbrust. Da müssten wir dann wieder überlegen. Ah, ne, es geht noch. Packen wir das weg. Jawohl. Nehmen wir die mit. Mhm. Damit ist das Inventar komplett voll wieder. So. Dann gehen wir mal in die Richtung des Hauses. Da hinten liegen die Leichen noch rum. Mal gucken, ob da eine Hexe wohnt. Was steht denn hier? Habt Acht, gefährlicher Wald. Die Schenke war fest verriegelt. Locklear presste seine Nase gegen eines der Fenster an der Vorderseite des Hauses, hielt seine Hände zu beiden Seiten seiner Augen, um nicht von der Sonne geblendet zu werden, und sagte zu Ovin: Auf diesem kleinen Schild steht geschrieben, dass dies die Schenke zur rauchenden Pfeife ist. Locklear trat vom Fenster zurück. Sie steht zwar nicht leer, im Moment befindet sich jedoch niemand darin. Okay, es kann natürlich sein, dass man dann später nochmal dahin muss.
Da ist ein Zelt. Okay. Dann gucken wir noch gerade in das Zelt rein. Aber da gibt es keine Infos. Okay, das heißt, wir haben tatsächlich immer noch nicht den Wald durch. Aber dann beim nächsten Mal. Also wir haben jetzt tatsächlich dieses Stückchen auch noch, was wir erkunden müssen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, weil das bei den Stellen hier auch so war, dass sobald man da in die Nähe des Weges kommt, dass dann automatisch willst du weiterreisen kommt und wir dann da oben landen. Aber wir müssen mal gucken, ob wir jetzt da noch was finden. Theoretisch macht das ja Sinn, dass das hier am Wasser ist, was hier auch von der Quest, weil die Quest war ja hier. Also wir haben gesagt bekommen, dass wir da was finden sollen, ja. Also das war da auf der anderen Seite des Flusses. Das würde also irgendwo Sinn machen. Dann werden wir mal schauen, ob wir das beim nächsten Mal lösen können. Auf jeden Fall werden wir beim nächsten Mal mit dem Wald dann durchkommen. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Also, dann gerne auch beim nächsten Mal. Also würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Neue Folgen gibt es immer montags, mittwochs und freitags. Gerne auch den Kanal abonnieren. Oder solltet ihr das nachträglich schauen, wisst ihr Bescheid. Ne? Unten in der Videobeschreibung gibt es die Playlist. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es aus dem Wald geht. Bye, bye.